Hallo, worauf wartest du? Ich muss dir zu Hause was Unglaubliches zeigen. Trautes Heim wie in alten Zeiten, nur weniger illegal. Dein gut aussehender und brillanter Onkel Danny hat sich gut um deine Babys gekümmert. Fangen wir ganz simpel an. Ernte Afghani, um unser neues unternehmerisches Unterfangen zu feiern. Der Job rockt, oder? Kommt dir das bekannt vor? Dachte ich mir. Ich hoffe, du hast dein Talent nicht verloren. Herzlich willkommen zu Empire. Es handelt sich hierbei um ein kostenloses Online-Game mit In-App-Käufen. Und es spielt in einem Staate, in einer Gegend, in der der Marihuana-Anbau legal ist. Und Ziel des Spiels ist es zu versuchen, sich sein eigenes Imperium aufzubauen. Und genau da werden wir jetzt starten. Wir kommen gerade scheinbar von irgendeiner Reise oder sowas in der Art wieder. Und sollen jetzt quasi hier wieder übernehmen oder weitermachen. Mehr weiß ich gerade noch nicht. Kommt dir das bekannt vor? Dachte ich mir. Ich hoffe, du hast dein Talent nicht verloren. So. Abschnippeln ist ja auch nicht besonders schwer. Afghani. Ok. In Ordnung, rauchen wir es. Genau wie in alten Zeiten. Na, Ha. Der. Ich wollte doch jetzt mit dem rauchen. Also, ich soll Afghani pflanzen. Ein bisschen Wasser. Perfekt. Jetzt besuchen wir jemanden, der dich schon sehr lange vermisst hat. Ah, wer ist er denn? Yo, was geht? Ich bin's, dein einzig wahres Bruderherz. Was liegt an? Hi, Bruder. Ich hab gehört, du bist wieder in der Stadt und ziehst immer noch deine alten Tricks durch. Nice. Aber du hast meinen 21. Geburtstag gerade verpasst. Wäre echt cool gewesen, wenn du dabei gewesen wärst. Ja, ich war halt weg. Naja, kann man nichts machen, außer noch besser abfeiern. Mit dir und deinem Superstoff. Ja, ist hauptsächlich Baumwolle. Hier ist, was er will. Liefere die aus und kümmere... Was? Hier ist, was er will. Liefere die aus und er kümmert sich darum, die Ernte in Kohle zu verwandeln. Okay, da, nimm. So. Da ist es. Kann gar nicht abwarten, mir das anzuzünden. Außerdem habe ich was für dich. Oh, ist ja geil. Tada! Samen für Skunk Nummer 1. Du hast sie hier gelassen, kurz bevor sie dich einkassiert haben. Ah, ich war offenbar im Gefängnis. Aber ja, scheinbar nicht deswegen, weil es ist ja dort legal. Ich bin Level 2, habe ein bisschen Dünger, habe Skunk und ein Lager. Yeah. Okay. So, das ist jetzt natürlich auch schon wieder fertig. Schnippel die Schnippel. So, das ist natürlich jetzt ein bisschen wenig Ausbeute an sich. Es ist Zeit, dass du über dich hinaus wächst. Ha! Besorgen wir einen zweiten Topf und verdoppeln damit unsere Produktion. Ja, das klingt ja schon mal ganz geil. Das sind ja auch nur 50 Eier für so einen Topf. Exzellent. Pflanzen wir jetzt dieses frische Skunk Nummer 1 in unseren neuen Topf. Ja, okay. Alles, was du sagst. Ein bisschen Wasser dazu. Klasse, machen wir das gleiche jetzt mit dem ersten Topf. Ja. Dann mache ich aber... Ach hier, scheinbar brauche ich dafür auch Skunk. Gut. Was will er? Er sieht ein bisschen aus wie Johnny Depp in Fear and Loathing in Las Vegas. Hey Partner, du bist wieder draußen, finde ich gut. Ich habe dir Geld darauf gesetzt, dass sie dich abstechen. Ist ja nett von dir, danke. Und du hast hier also dein eigenes Geschäft aufgezogen? Ich habe einen Betrieb in Colorado und brauche einen Lieferanten. Beliefere mich und du kriegst ordentliche Gewinne, große Mengen, großes Geld. Aber das nicht jeder? Sieht aus, als hättest du nicht genug Hanfblüten für diesen Deal. Geh zurück ins Gewächshaus und ernte mehr. Ok. Schnippel, schnippel, schnippel. Na komm, ernten wir die andere auch gleich noch ab. Schnippel, schnippel. Oh, mein Lager ist voll. Verdammt, wir haben zu viel Vorrat und nicht genug Platz. Überholen wir das Lager und besorgen uns mehr Lagerfläche. Ja, das ist immer... Ja gut, für 50... Das kostet genauso viel wie ein Blumentopf? Okay, dann spare ich doch mal für 5 Blumentöpfe und kaufe mir eine Villa.
So. Ja, ja, bla 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 bla. Haben wir alles weg damit. Jetzt kann ich den Deal machen. Zack. Manchmal hast du es eilig. Benutze Diamanten, um dir zu beschleunigen. Kassieren. Gib mir die Knete. Cool, nächstes Mal komme ich mit einer größeren Bestellung. Auf groß stehst du doch, oder? Ja, ich denke, oder? So. Jetzt euch daran. Das hier ist Beamtin Betty. Wir haben da neuerdings was zusammen am Laufen. Ja, okay. Wenn Sie mit am Laufen eine Unterlassungsanordnung meinen, haben Sie recht. Was zum Teufel, Betty? Ich dachte, da wäre was zwischen uns. Marihuana mag ja jetzt legal sein. Da ist es. Aber ein Betrieb ohne Lizenz ist es nicht. Besorgen Sie sich innerhalb von 24 Stunden eine oder ich rauche Ihren Arsch in der Pfeife. Ich glaube nicht, dass das schmeckt, aber... Arsch in der Pfeife rauchen, hm? Sie kann schon gemein sein, aber wenigstens hat sie Sinn für Humor. Ja, okay, also, ich kriege einen Ventilator, wenn ich Afghani und Skunk miteinander kreuze und eine Betriebslizenz von dem Berater des Bürgermeisters hole. Was will er denn haben? Ich vertrete ein Individuum, das möglicherweise sowohl der Bürgermeister als auch ein Fan von Spezialtabak ist. Oder auch nicht. Er ist auf der Suche nach einer Sorte namens Northern Lights. Wenn Sie Ihre Dienste zur Verfügung stellen können, um eine Premium-Schweigeoption im Angebot haben, kommen wir ins Geschäft. Interessiert? Und eine Premium. Welche Sorte ist das? Ich glaube, Mr. Green kann uns da helfen. Gehen wir ins Züchtungslabor. Ein Wohnwagen? Mit einer Kopie von Walter White, der Mr. Green heißt? Wie geil ist das denn? So, so, sieh sich einer an, was mir das Schicksal da vor die Nase gepflanzt hat, wenn das nicht mein begabter Schüler ist. Es ist lange her, dass du meinen Bio-Unterricht im College besucht hast. Ah, okay, ich bin also scheinbar Jesse. Wie heiße ich hier? Cassie, Bessie, Nessie? Wie du siehst, hege und pflege ich nicht mehr eure Köpfe, sondern junge Pflanzen. Es hat sich herausgestellt, dass das Sortenzüchten recht profitabel ist. Allerdings ist es schwierig, anständige Assistenten zu finden. Ja, da bist du ja bei mir genau richtig. Vielleicht können wir uns gegenseitig helfen. Ich bringe dir die Grundlagen der Sortenzüchtung bei, wenn du mir bei meinen Experimenten hilfst. Setzen wir unser verschwendetes Potenzial gewinnbringend ein. Ja? Ja. So, ich soll das kreuzen und ich soll das kreuzen. Und was kommt dabei raus? Weiß keiner. Also angeblich ist es ein besseres... Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Ich muss es machen. Fuck. Ja, und ich... Muss ich es beschleunigen? Naja, okay, komm, beschleunige es. Dann muss ich das hier drehen. Achso, mit Glück kommt eine neue Sorte raus. Und natürlich ist das jetzt in dem Fall so. Kassieren. Yeah. Northern Lights. Kassieren. Gut, dann wollen wir die auch mal direkt... Ja, helfen wir auch direkt gleich mit Dünger nach. Schnippel, schnippel. Und dann kann ich die Bestellung abliefern. Ok. Ah, dasselbe muss ich hier auch nochmal machen. Ok. So, hier, friss. Kassieren. So, gut gemacht. Hier ist Ihre Lizenz. Viel Glück beim Ernten. Ich habe eine Lizenz. In Ordnung. Mit dem Papierkram hast du ordentlich aufgeräumt, Kleiner. Jetzt sind wir komplett sauber. Wenn du diese knackige Gemeindebeamtin... Was? Wenn diese knackige Gemeindebeamtin zurückkommt, können wir die Wogen glätten. Sie vielleicht zum Abendessen einladen? Ich meine, möglich wär's doch, oder? Ich bin mir da nicht so sicher, ob du da Glück hast. Oh, Dünger, neuer Topf. Oh je.